Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder. Ja, was machen wir heute? Heute geht es darum, wir werden unsere Hirudula membranacea umziehen lassen. Das Männchen wird jetzt ein etwas größeres Zuhause bekommen, sprich auch sein Endterrarium, ein 30-30-30 Exoterra-Würfel. Den werden wir zusammen einrichten. Zumindest werde ich mal gucken, wie weit wir das hinkriegen, dass wir das zusammen einrichten. Weil mir immer noch der Platz fehlt so ein bisschen. Und ich muss natürlich gucken, wo ich die Kamera drapiere und. Ich hoffe, so wie es jetzt ist, ist es gut, aber das seht ihr denn nach dem Intro. Ja, jetzt sind wir auch schon da. Von außen ist der Würfel jetzt nicht wunderschön, aber ja, der wird seinen Zweck erfüllen. Und vorne ist er schön sauber, da habe ich ihn alles schön geputzt, weil die Seiten werde ich so oder so nicht sehen. Und ich denke mir, wenn ein bisschen Dreck dran ist, kann er sich daran vielleicht auch einfach besser festhalten und kann dann daran halt auch hochklettern, sollte er das wollen. Deswegen lasse ich das jetzt einfach so. Es sind Keilflecken, aber ich kriege mal auch eins A wieder weg. Aber ich dachte mir, ich lasse das jetzt einfach so, weil mich einfach die Seiten nicht interessieren, weil es ja sowieso komplett zugestellt ist. Links ist Holz und rechts ist dann das nächste Terrarium. Deswegen lasse ich das so. Und habe auch schon Erde drin, beziehungsweise Kokoshumus ist drin, dann ist noch ein bisschen Kokosraspeln drin. Und ja, das ist alles noch sehr trocken, aber es ist nicht so schlimm, weil ich will jetzt erstmal sowieso hier verkleben. Das bedeutet, ich werde mit Heißkleber arbeiten und werde meine Schere benutzen, denn ich habe hier wunderschöne Stöcke, die ich jetzt versuchen werde, dort einzuarbeiten, damit auch das Tier tolle Sachen da drin machen kann, damit das schön aussieht. Und muss ich das sowieso zurechtschneiden. Dann werde ich auch noch gucken, dass ich das irgendwie da eingeklebt kriege, sodass es auch ordentlich ist. Ich werde es versuchen, mit der Kamera aufzufangen. Das ist die Idee. Ob das so klappt, weiß ich nicht. Wir werden sehen. Aber nichtsdestotrotz, ich muss halt selber auch immer ganz viel gucken. Vielleicht muss ich das irgendwie so drehen, dass ich hier auch besser rankomme, damit ich hier auch besser sehen kann, was ich hier mache. Auf jeden Fall werde ich Heißkleber benutzen und werde das da versuchen einzukleben, die Holzstücke. Was wiederum total unclever ist, wenn ich es dann doch innen nicht so sauber drin habe. Cliff, hast du aber wieder gut nachgedacht. Ja, aber wir werden es trotzdem probieren. Ich werde die Stellen einfach nochmal mit Küchenrolle und Wasser sauber machen. Und dann wird das auch gehen. Fangen wir an. Also, ich suche mir jetzt erstmal ein paar schöne Stöcke raus, die ich haben will. Ich finde den hier jetzt zum Beispiel ziemlich geil, weil der verschiedene Äste in alle Richtungen hat. Das macht sich natürlich mega geil. Im Grunde macht sich der schon geil, einfach den um ihn da reinzulegen. Allein das ist schon toll. Deswegen will ich mir überlegen, ob ich schon mal eine Basis setze. Und hier abmachen und dann setzen wir direkt eine Basis da rein. So. Weil ich muss ja nicht zwingend. Ich habe ja da diesen von Exoterra dieses wie heißt es denn? Jetzt fällt es mir nicht ein. Das Styropor hinten dran. Aber ich werde das hier vorne verkleben nach Möglichkeit, damit es da dran bleibt. Hopp. Und ran an die Scheibe. Ja, diese Klebefäden sind immer die nervigsten, weil die ziehen sich dann durchs ganze Terrarium. Wenn du Pech hast, dann hast du das überall hängen. Also merkt euch das, Klebefäden doof. Auf jeden Fall ist das jetzt da fest. Das ist einmal in Styropor reingedrückt und einmal auch an der Scheibe befestigt. Jetzt werden wir mal schauen, was wir da noch alles festkriegen und wie wir das noch alles festmachen. Weil wie gesagt, ich habe viele, viele schöne Stöckchen rausgeholt und muss sagen, ich will die nach Möglichkeit, okay, der hier ist jetzt leider abgebrochen, schade drum, aber solche Sachen kann man halt auch gut verwenden. Ne? Also so viel wie möglich verästen das Ganze, sodass das Tier nach Möglichkeit, vielleicht verklebe ich auch gar nichts an die Seiten. Ganz ehrlich, so tolle Äste, wie ich hier tatsächlich dabei habe, muss ich vielleicht gar nicht so viel verkleben. Fakto ist aber trotzdem, dass ich möglichst die Sachen irgendwie am Terrarium punktuell befestigen möchte. Das hat einen speziellen Grund. Ich möchte nicht, dass, wenn ich das Ding mal vielleicht mal in die Hand nehme und mal bewege, dass sich das dann löst und vielleicht das Tier zerquetscht. Deshalb muss ich da aufpassen, beziehungsweise passe ich da auf. Guck mal, was ich da habe. Alter Falter. Naja, zugelegt. So, aber das ist ein bisschen zu groß. Ich denke, ja, sowas hier könnte es wieder sein. Und dann müssen wir mal schauen. Ja. Was wir da alles haben. Ich weiß das nämlich auch nicht mehr, was ich mir da alles mitgenommen habe.
Aber es sind schöne, schöne Äste. Der hier ist, die obere Basis ist halt auch sehr cool. Wir werden uns da schon was zurechtlegen. Ich muss nur gucken, welchen hatte ich denn eben, wo ich gesagt habe, das gefällt mir ganz gut. Der hier war's. Der hier war's. Ich will natürlich auch möglichst wenig kaputt schneiden, wenn es geht. Aber in dem Fall hier muss es auch wieder sein. Zack, wieder ein Stück ab. Hau ich das hier rein. So, lass das hier nach unten gehen. Steck hier wieder ins Styropor rein. Versuch das hier nach unten zu kriegen. Ja, guck mal, muss ich hier außen lang, damit ich da rankomme. So. Und der soll ja auch von Ast zu Ast kommen. So einfach, wie es nur geht. So. Jetzt stört das Ding hier ein Stück. Hauen wir die nochmal ab. Und ja, lassen wir gleich drin liegen. Weil hier kommen Asseln rein, die werden sich freuen. So. So. Jetzt brauche ich nochmal den Heißkleber. Und setze da oben wieder einen Punkt. Alle, hopp. Muss gar nicht groß sein, nur ein kleiner Punkt, den ich da hinsetze. Und dann haben wir da auch schon mal schönes Geäst. Jetzt möchte ich aber auch nach Möglichkeit Sachen haben, die waagerecht da drin sind. Die sehen sehr unnatürlich aus, muss ich sagen. Bin da eigentlich nicht so der Fan von, aber wenn man das halbwegs intelligent anstellt, nämlich, dass man es von hinten kommen lässt, ne, also dass man das hinten befestigt im Styropor, dann wirkt es schon wieder ganz anders, weil das Tier dann einen entgegenkommen kann. Das sieht dann auf einmal ganz anders aus. Ich weiß nicht, wieso es so ist, aber wenn ich so reinmache ins Terrarium, also quasi so reinmache, waagerecht, sieht das einfach komisch aus. Ich kann es nicht erklären, aber vielleicht wisst ihr es ja. Vielleicht ist das einfach nur irgendein Effekt, der einfach dazu führt, dass das nicht schön aussieht. Ich weiß es nicht. Aber ich muss einen Ast finden, der mir gefällt, den ich da so reinmachen wollen würde. Ich möchte halt eigentlich jetzt auch mal einen kleineren Ast haben, beziehungsweise nicht so dicke, sondern auch ein paar dünnere. Der ist jetzt zwar dick, aber wenn der da so rein, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Das Problem ist nur, er ist sehr, sehr lang. Haben wir noch was Vergleichbares als den hier? Ja. Und schon? Aber vielleicht da auch schon was am Start. So, und alle. Hopp. Das muss ich rauspolen. Das muss ich wieder rauspolen. Nehmen wir mal das Messerchen. So, haben wir das da rausgepult. Das können wir auch da drinnen lassen tatsächlich, weil das von Exoterra, das Zeug, das sieht tatsächlich sehr natürlich aus, ehrlich gesagt. Also sieht halt aus, als ob ich da hier den Kies reinmache von Terrarium, Aquarium. Deswegen lasse ich das einfach so da drin. Die Asseln werden sowieso ihr Ding machen. Lassen wir das so, wie es ist. Und ich werde jetzt auch hier wieder verkleben. Einen schönen Drops drauf machen. So, also bitte das ordentlich hält. Mal kicken, kriegen wir das überhaupt drauf. So, jetzt muss ich schauen, in welche Richtung so rum. Oh, jetzt läuft es aber schon. Und ab. So hundertprozentig ist das natürlich nicht, weil von unten nichts aufliegt, dagegen liegt sozusagen. Das werde ich jetzt aber gleich versuchen zu ändern, weil ich ja versuche, die Äste nach Möglichkeit alle untereinander zu stabilisieren. Bin also noch nicht ganz zufrieden. Ich hätte gerne noch so ein, zwei Äste dran. Muss nur schauen, was ich da am besten nehme und was ich da am besten macht. Am besten irgendwas. Habe ich auch irgendwie halbwegs Ausschuss mitgenommen? Mal gucken. Wenn man nur die schönen Äste eingepackt hat, dann ist natürlich doof. Da hat man nicht allzu viel Auswahl, weil man sich dann immer denkt, ach naja, den würde ich jetzt nicht verbrauchen wollen dafür. Aber der hier, der sieht jetzt schon, der sieht verbrauchbar aus, sagen wir es mal so. So, mal schauen, wie viel ich da wegmachen muss, um den dagegen lehnen zu können. Machen wir das mal Stück für Stück. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr das jetzt gut sehen könnt. Ich hoffe, es ist halbwegs gut zu sehen. Aber ich versuche mein Bestes. Jetzt müssen wir schauen, dass ich hier auch nicht die alten Klebestellen wieder löse. So.
Und jetzt will ich das hier stützen, nach Möglichkeit. Und wenn ich das hinkriege, am besten sogar durch diese Ecke hier durch. So. So. So, wie stütze ich das jetzt am klügsten? Ich will jetzt keine Klebestelle oben haben, nach Möglichkeit. Drücken wir mal ein bisschen Erde in die Richtung. So. Naja, stabiler geht immer, sage ich. Das ist jetzt nicht so hundertprozentig. Also wenn mir was nicht gefällt, dann ändere ich das auch regelrecht schnell wieder. Da bin ich relativ fix hinterher, wenn mir irgendwas nicht gefällt. Wir müssen mal schauen. Also er hat jetzt auf jeden Fall sehr viele Klettermöglichkeiten. Ich werde überlegen, ob ich das jetzt hier, ob ich die Stelle hier tatsächlich noch verklebe mit dem Holz. Wir können es probieren. Ich weiß nicht, ob es halten wird. Ich kann mir das fast schon nicht vorstellen, dass das halten würde. Aber es ist besser als nichts. Dafür muss ich nur irgendwie da rankommen. So, hier ein Drops ran. Hopp. Und jetzt. Huch. Na, ganz toll. So. So, der Klebe. Wow, schon wieder so viele Klebefäden. Bin ich natürlich nicht so der Fan von. Aber das gehört leider dazu, das passiert halt. So. Und dann bin ich eigentlich echt zufrieden. So, schauen wir mal rein. Hier haben wir jetzt den Gaudi. Also hier seht ihr, was ich da jetzt so angestellt habe. Die Äste sind jetzt einmal hier punktuell. Dieses lange Stück, was hier lang geht, ist jetzt da oben einmal befestigt. Das lange Stück ist einmal da oben befestigt. Und das habe ich da hinten reingesteckt. Also ich sage ja, wenn es von hinten nach vorne kommt, dann wirkt das plötzlich ganz anders. Wie als wenn ich das jetzt quer hier reingelegt hätte. Das hätte nicht schön ausgesehen. Und der hier, der lange, der stabilisiert das Ganze und ist auch an der Mitte. Da ist so ein kleiner Klebetropfen, der da runterläuft. Da ist es verklebt. Und ja, das finde ich tatsächlich, so ist das schon echt gut. Das sind schon ziemlich viele Äste, wo er sich dranhängen kann, auch runterhängen kann, um sich zu häuten. Der hier wird wahrscheinlich sein Ast sein, wo er sich häuten wird. Ich kann mir vorstellen, dass er die hier nehmen wird. Aber das soll ihm überlassen sein. Wir müssen mal gucken, ob wir das noch zukriegen. Kriegen wir. Also es geht alles noch wunderbar tutti zu. Und dann kann er da im Grunde schon einziehen. Ich lasse es jetzt aber noch ein bisschen trocknen, das Ganze, und kalt werden. Also sprich den Heißkleber, weil der ist halt noch sehr, sehr heiß. Das heißt, da wird jetzt noch so schnell keiner einziehen. Das dauert noch ein bisschen. So, aus Spaß habe ich jetzt hier noch von meinen Truppenterrarium habe ich noch eine Efeutute, ein kleines Stückchen hier rumliegen, und die würde ich da jetzt gerne einfach einpflanzen. Ich habe nur schlechte Erfahrungen damit gemacht, also ich gehe nicht davon aus, dass das gut wachsen wird. Aber ich habe hier hinten rechts eine schöne freie Ecke und da werde ich das jetzt einpflanzen, das Ganze, und hoffe, dass es sich dann dort in der Region auch ein bisschen erweitert. Da ich aber dort Asseln auch reinsetzen werde, hier werden wieder Asseln reinkommen, können wir davon ausgehen, dass sie das wieder auffressen werden. Und dann war es das mit der Idee mit der Efeutute. So, aber nichtsdestotrotz, ich lasse mich davon nicht abhalten, das einfach mal nochmal zu probieren. Ich muss mir sowieso nochmal neue Pflänzchen holen, weil ich will irgendwann auch jetzt mit Pflänzchen ein bisschen wieder aufrüsten. Wie gesagt, ich habe eigentlich eher so die Negativerfahrung gemacht, außer bei meinen Truppenterrarium. Das ging halt ab wie Schmidts Katze. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Ja, wenn ich Asseln haben will, dann gehe ich mittlerweile einfach nur da hinten an meinen Asselcontainer. Dort nehme ich dann ein Stück Kork hoch, wo sie alle drunter hocken. Und dann klopfe ich das einmal auf meiner Hand aus. Oh mein Gott, das ist ein Riesengewusel. Oh mein Gott, ich muss das alles unter Kontrolle kriegen. Und dann lasse ich die einfach rein. Zack, 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 zack. So, erledigt. So, wer kennt es nicht? Meine Springschwänze in der Holzkohle.
Einfach die Holzkohle nehmen. Einfach mal reinpusten, die Tierchen. Ganz easy, ganz einfach. Ich war schon am Überlegen, ob ich dazu auch noch mal ein Video mache, weil ich ganz oft auch gefragt wurde wegen den Tieren. Wegen den Springschwänzen. Vielleicht mache ich das auch noch. Mal schauen. Aber jetzt haben wir schon mal welche drin. Genau, Asseln sind auch drin. Und das ganze Teil ist fertig. Es ist fertig. Ja, und jetzt haben wir hier unseren kleinen Freund, der mittlerweile auch größer ist. Ne? Also als ich ihn bekommen hatte, war eine Fresshaut kleiner. Jetzt ist er schon zacken größer. Und deswegen war es halt auch sinnig, ihn umziehen zu lassen. Also wenn ihr euch das anguckt von der Größe her, von dem Behälter, nimmt er, wenn er sich ausbreiten würde, auch schon ein Viertel komplett ein von dem Würfel. Und deswegen möchte ich natürlich, dass er auch mehr Platz bekommt. Und deswegen soll er natürlich auch direkt in was Größeres einziehen. Das war ja auch eigentlich fürs Weibchen gedacht. Aber nun ist es ja ein Männchen. Damit kann ich dann aber auch leben. Ich mag ihn. Er ist toll. Du bist toll. Du weißt, dass du toll bist, ne? Und ich bin gespannt, was er mit den Asseln tatsächlich anstellt. Ob er die versucht zu jagen, ob er die fangen will oder nicht. Und wie er sich allgemein jetzt da drin verhält. Weil ich kann mir vorstellen, der wird sich einfach oben ans Gitter dranhängen vom Exoterra und wird da sein Ding machen. Anstatt irgendwie was zu machen, was halt sinnvoll wäre für ihn. Ich muss mal gucken, dass ich ihn in den Fokus bekomme. Ah, da haben wir wieder das Problem. Jetzt versucht mal den Finger zu fokussieren. Dann haben wir seinen Kopf drin. Ja, Fokus. Hallo, Bro. Es geht. Ja. Wir sind Best Friends. Uff. Gib Faust. Ja, Mann. Du hast es drauf. So, aber jetzt sollst du hier rein. Da ist nämlich dein neues Zuhause, weißt du? Da hast du viel mehr Platz. Nein, nicht der Finger. Gut, er scheint das noch nicht so ganz zu verstehen. Aber es ist nicht so schlimm. Vielleicht kann er es auch noch gar nicht fassen, dass er jetzt so ein tolles, großes Zuhause hat, wo er drin rumhängen kann. Ja? Zack, 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 zack. So, und jetzt hat er sein Zuhause. Nehmen wir mal die Kamera ab hier. Und da haben wir ihn. Gucken wir mal, ob wir ihn überhaupt im Fokus kriegen. Da hockt er jetzt auf seinem Ast. Das ist der quasi längs da hinten drinne hängt. Und der wird wahrscheinlich alles hier jetzt gut nutzen können. Da bin ich echt gespannt und das wird auch cool. Und da freue ich mich auch drauf, dass er jetzt da ist, dass er eingezogen ist und dass er jetzt sein Endterrarium im Grunde auch schon hat. Dann muss ich auf jeden Fall noch erwähnen, bevor ich es vergesse, wir haben bei Arachno World ja immer noch den Rabattcode. Guckt in die Beschreibung, da steht alles drin. Dann sind wir jetzt fertig mit dem Video. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, lass mir doch ein Like da. Ein Kommentar wäre auch ganz nett, würde ich mich immer wieder drüber freuen. Wenn du neu hier bist, kannst du auch gerne ein Abo da lassen. Vergiss das Glöckchen nicht, das Glöckchen ist wichtig, dann bekommst du mit, wenn wieder was Neues passiert, ein Stream oder ein neues Video kommt. Uploads jeden Mittwoch und Samstag um 17 Uhr. Wenn du mich unterstützen möchtest, habe ich Patreon, Link ist in der Beschreibung. Außerdem kannst du auch Kanalmitglied werden, bekommst dadurch Emojis, die du bei dem Kanal benutzen kannst, in den Kommentaren, bei den Posts, bei den Chats und so weiter und so fort. Außerdem habe ich auch noch einen Spreadshirt-Shop, dort kannst du auch vorbeischauen, Link ist in der Beschreibung. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, haust rein, bis zum nächsten Mal, tschüss!